MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen wieder zurück auf dem Kanal, heute mit einem kleinen Netzfundstück, ja. Also wir fahren heute eine Map, die wahrscheinlich kaum einer kennen wird. Ich fahre sie einfach aus dem Grund, weil das OMSI-Forum, was ja so unglaublich schlau ist, diese Map momentan bei den realen Karten, war es glaube ich, auf Platz 1 gelistet hat. Also zum Stand, wo ich die runtergeladen habe, war sie auf Platz 1. Ich habe wirklich mal geguckt, was gibt's denn so an Maps? Und da war diese auf Platz 1. Das ist eine ganz uralte Map. Düsseldorf heißt sie. Und die Map wurde jetzt neu hochgeladen. Ja, also ich glaube unverändert. Deshalb, ja, wenn sie auf Platz 1 im OMSI-Forum ist, dann muss sie doch auch ganz gut sein, dachte ich mir. Gucken wir uns ja heute einfach mal an. Halbreale Nachbildung, Linie 775. Und die wurde dann im Jahr 2014 ersetzt durch die Linie 757. Soweit die Info, die wir vorab bekommen. Ich habe einen Bus hierhin platziert, und zwar den Mercedes-Benz Citaro C2. Ja, ihr wisst ja, dass ich diese Formulierung liebe. Und zwar mit einem kleinen Texturen-Update hier. Das ist möglicherweise genau das, was ich schon mal kritisiert habe, wo ich ja schon eine Anfrage bekommen habe, hatte damals, ob ich sowas mal zeigen möchte. Muss aber auch nicht sein, dass das war. Guckt euch das eine Video auf Kommenab an, wo wir mit dem C2Ü gefahren sind. Da habe ich da mal ein bisschen drüber gelabert. Das sieht sehr schick aus hier, muss ich sagen. Und wir werden das Ganze mit Mercedes-Mod, mit Sound-Mod von Morphe. Wir haben alles drin, wir haben einen perfekten C2. Und deswegen werden wir heute einfach mal Gas geben. So, auch hier die Texturen vom IMAX wurden neu gemacht. Genau, könnt ihr euch in der Beschreibung runterladen. Das ist halt alles nochmal drin gelistet, was wir hier haben. Braucht natürlich das 3-Generationen-Add-on. Das ist der aus dem Hamburg-Add-on. Das geht auch für das Rheinhausen-Add-on, dieser Mod. Umlauf Nummer, ja, können wir mal die 1 eingeben. Jo, Fahrt in 4 Minuten. Also den Bus kann man jetzt noch besser auf anderen Maps fahren. 775. Ja, und mehr steht da nicht. Okay. Ich hoffe, die Leute steigen da vorne gleich ein. Wir machen die Hilfsteile heute mal rein. Ich hatte keine Lust, Omni Navigation hier für Startler zu machen. Ich war mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Und die Linie, die geht 5 Minuten. Wir werden die Linie hin und zurück fahren. Und da können wir auch mal mit den klassischen Hilfsfeilen auskommen. Ich gönne mir vorher noch was. Einen Energy, logischerweise. Und zwar heute von... Also heute gönne ich mir den Freeway Up Classic Energy Drink. Den gibt es in allen Lidl-Filialen in den Niederlanden und in Belgien. Soweit ich weiß. Achtung. Ja, hört man kaum, ist nämlich vom Dosenprinzip her ähnlich wie Red Bull. Und soll auch eher Red Bull fälschen, ja, nachmachen. Bei dem anderen Zeugs, was ich neulich hatte, das versucht eher doch eher in Richtung Effekt zu gehen. Oder Rockstar. So, Motor. Ja, Sound kennen wir. Da wurde jetzt nichts dran verändert, ist halt ein reines Texturen-Update. So, und die wollen dann tatsächlich nicht mit, ich glaub's ja nicht. Die Map kriegt auch gar nichts geschissen. Die Map kriegt echt gar nichts geschissen, ehrlich, ey. Ey, das glaub ich jetzt nicht. Die Map kriegt gar nichts geschissen. Können ja mal vorspulen, aber das wird auch wenig verändern. Ja. Ja, na gut. Dann können wir auf dieser Tour schon mal keine Leute mitnehmen. Fängt ja gut an. Aber übrigens, der Preis für so diesen Freeway Up Classic Energy Drink beträgt für die 250 Milliliter Dose 39 Cent. Pfand bezahlt man natürlich nicht. Oberhausener Straße. Ah, sehr schön. Diesen Energy Drink ist, also die Energy Drink ist von Lidl, und Lidl verkauft momentan in Deutschland auch eine 250 Milliliter Dose für 25 Cent, allerdings von einer anderen Marke, anderen Eigenmarke.
Das heißt, er hat trotzdem 25 Cent Pfand noch drauf. Das heißt, unterm Strich ist dieses Getränk etwas teurer, aber ich glaube, dass der deutsche Diesel Energy Drink ein bisschen anders schmeckt. Wie gesagt, der soll ein bisschen auf Red Bull aufbauen, hat so ein bisschen auch den Geschmack von dem Rossmann Energy Drink, den Rail Mix. Aber wir sind jetzt hier im OMSI und wir sehen eine Map, die natürlich qualitativ oder vom bautechnisch nicht überragt, befindet sich eher im Kevin-Nitschmann-Niveau-Bereich. Natürlich hier ein, zwei schöne optische Sachen. Also wir hatten vorhin die Blumen gesehen und so weiter. Aber das war's dann auch. Repainter ist von der Map Waldhofen. Junge, 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 warum baut man da eine zweite Ampel mit hin? Hier. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Da waren irgendwie, glaube ich, drei Handels an dem, an dieser Map hier beschäftigt. Oder beteiligt, sagen wir mal so. Ich glaube, einer war für die Ansagen tätig, einer hat den Quatsch gebaut. Rechts der Backdrop, na klar, ne? Nicht schick, den einfach so hinzusetzen. Das ist wirklich Kevin Nitschmann Niveau. Ich finde ihn trotzdem besser als diese andere Kacke, diese Standard-Omsi-Backdrop. Aber trotzdem ist das nicht geil. So, ich weiß nicht, ob die Ampeln hier funktionieren. Es stand auch nicht, dass es irgendwie noch eine Beta oder so ist. Deswegen bin ich einfach mal gespannt. Das war aus OMSI 1 Zeiten, ist jetzt aber auch für OMSI 2 konfiguriert worden, offensichtlich. Also, hatte keine Probleme beim Laden. Man müsste ein bisschen aufpassen, wenn ihr euch die ganzen Zusatzobjekte installiert oder wofür ich alle installiert habe. Und mit den PMO-Objekten hatte ich zum Beispiel einen Pfad, der nicht korrekt installiert wurde. Müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, ne? So, das ist vom Prinzip her, vom Ampelprinzip nicht so geil gemacht. Dass jetzt hier wieder an einer roten Ampel stehen, das ist ein bisschen unlogisch. So, mal gucken, ob die Ampel dann auch irgendwann mal grün wird hier. Ja, guck mal, dann blockieren wir hier alles. Das ist dumm gemacht. Also, vielleicht ist es so ähnlich in der Realität, aber da ist die Ampelschaltung natürlich anders. Das ist natürlich richtig. Ja. Hier ist sie nicht richtig. Das sieht man eindeutig. So, ich zeige euch das einfach aus Protest, weil es Platz 1 im OMSI-Forum war, also gelistet war. Und dann sieht man mal, was für eine Scheiße da teilweise gelistet wird. Ja. Und ich will euch auch nicht hier zum hunderttausendsten Mal Winsenburg zum Beispiel zeigen, ja. Oder irgendwelche anderen alten OMSI 1 Maps ausgraben. Will ich nicht. Dann bringe ich lieber gar kein Video. So, der Blinker-Sound ist aus dem Scania. Den hört ihr, ne? Habe ich mir selber reingemacht. Besser als dieses blöde Piepen. Vielleicht nehme ich den Blinker-Sound auch einfach ganz raus, weil er ist einfach zu laut. Vielleicht steige ich auf der Rückfahrt ein paar Fahrgäste ein, mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob das hier links und rechts reale Objekte sein sollen. Oder was er darstellen soll, keine Ahnung. Ich brauche hier auch keine Umfrage zu tätigen. Wie findet ihr die Map? Sie ist einfach nicht schön, sie ist klein und ich weiß nicht, warum sowas nochmal veröffentlicht wurde. Keine Ahnung. Düsseldorfer kommen sich auch verarscht vor. Es hat ein bisschen was von Stadtbahnsimulator Düsseldorf, wenn ihr den noch kennt. Also die Map wirkt ein bisschen, als hätten es Kölner. Also als hätten Kölner die Map hier gebaut, ja. So, Vorfahrt scheißt man hier auch. So, das ist unsere Endhaltstelle. Hier wäre die Endhaltstelle. Wir drehen noch eine Runde. Haben ein bisschen Pause hier.
Dann gucken wir mal weiter. Ob vielleicht dann doch noch mal ein Fahrgast einsteigen möchte. So, da wären wir. Das muss natürlich auch irgendwie ein S-Bahnhof sein hier. Weiß ja auch nicht, wo der jetzt sein soll. Oh, jetzt haben wir ein scheiß Feuerwehrauto hinter uns. So, spulen wir 8 Minuten vor, dass wir auch hier abfahren können. Zack. Jetzt geht's. Ah, JVA. Wunderbar. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag schön. Jawohl. Hallo. Hallo, danke. So, dann fahren wir mal los hier, ne? So, juckt uns gar nicht, dass wir jetzt hier noch Feuerwehr hinter uns haben. Wir machen jetzt hier ein Thumbnail. Autos sind ja auch in der Straße versunken. Ist auch nicht so gut. Die Folge wird ein bisschen kürzer. Ist, denke ich, mal klar. Aber beim letzten Mal war die Folge natürlich ein bisschen länger. Ne? Letztes Mal hatten wir ein bisschen über 30 Minuten. Aber heute ein bisschen weniger als 20 Minuten. Gleicht sich dann. Oh ja, hier. Das meine ich, ne? Das gleicht sich dann immer so ein bisschen aus. Ich glaube, man hat einfach 4 Haltestellen gebaut und dann hat man gemerkt, man hat keinen Bock mehr drauf. Das ist meine Vermutung. Oberhausen der Straße. Nee, hier wollen wir nicht links abbiegen, ne? Ist auch komisch gemacht. Boah, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Weißt du, man hat auf alles geschissen auf dieser Map, nur auf den Krankenwagen nicht, ne? Oder auf das Feuerwehrauto. Justizvollzugsanstalt. Jo, beam dich mal weg. Oh, das leuchtet aber echt ganz schön hell hier. Mein lieber Scholli. Die Map hat trotzdem immer noch irgendwelche Fehler. Also nicht... Also wenn ich mir jetzt meine Logfile angucke, die hat vom Bus her ganz viele Fehler gehabt. Beim Laden irgendwelche Fehler noch, aber... Funktionieren tut's ja erstmal. Und danach werde ich die Map auch nicht mehr anrühren. Also... Von daher juckt mich das auch gar nicht. So, normalerweise würden die Autos jetzt in der Realität hier mal warten, dass ich hier schön viel Platz habe. Aber nein, so ist der Omsi ja nicht. Und wir nennen uns der JVA. Justizvollzugsanstalt. Da kommt Manfred immer hin, wenn er bei Mc's Burger geklaut hat. Oh, was haben wir denn hier?
Aber eine Autobahn, oder was? Eine Autobahn war auch noch drin. Aber ansonsten funktioniert gar nichts. Hier, das sieht auch scheiße aus. Aber eine Autobahn. Also irgendwie hat er ein ganz, ganz komisches Handling, der Bus hier. Also der Facelift, der... Da hat man irgendwie ein besseres Gefühl, wenn man mit dem fährt. Das mal als Beispiel, ne? So, JVA. Okay, die Blumen finde ich zum Beispiel sehr schön, also... Besser als dieses Standardgedöns von Omsi, ja? Was immer so dermaßen hässlich aussieht, ne? Und hier würden wir jetzt praktisch direkt weiterfahren. Nur halt ohne Fahrgäste, weil das ja irgendwie nicht funktioniert in der Hofdatei. So, das war's von der Map Düsseldorf. Mensch, so schnell kann das gehen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, ne? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Könnt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Kommentar in die Kommentare schreiben, wenn euch die Map doch ein bisschen begeistern sollte oder so, ja. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Haut rein, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.